Heute im Rahmen der Reihe Stille Entzündungen verrate ich dir meinen besten Tipp, der noch dazu richtig gratis ist, wie du Entzündungen und stille Entzündungen wirklich killen und reduzieren kannst, wie du damit dein Leben bereicherst, noch glücklicher wirst, jünger aussiehst und vieles mehr. Du siehst, diese Episode hat es in sich, sie ist kurz, sie ist prägnant, sie kann dein Leben wirklich bereichern und am Schluss kriegst du noch eine einzige kleine Empfehlung, die ein paar Euro kostet, die du aber nicht mal anwenden musst, um diesen Tipp zu erreichen. Viel, viel Spaß! Hallihallo, wieder dein Christian, dein Mr. Broccoli. Wie gut geht es dir? Ich hoffe doch hervorragend. Heute ist ein spezieller Tag für mich. Es ist ein Tag, der sich anfühlt wie ein bisschen Regeneration, Wiederaufbau, in sich gehen, die inneren Geister spüren, die innere Liebe spüren und vieles mehr. Ich nehme diese Episode auf am Samstag, also am Tag vor dem Erscheinen dieser Episode. Es regnet draußen. Es ist also ein Tag, der einlädt, zur Besinnung zu kommen. Und warum ich das auch sage, ist, wenn wir in einem entspannten Zustand sind, also wenn du in einem entspannten Zustand bist, dann kannst du Entzündungen reduzieren. Warum? Weil wir sehr, sehr oft in einem Fight-or-Flight-Mechanismus sind, bewusst oder unbewusst und meistens leider sogar unbewusst. Und das bedeutet, dass wir in diesem Kampf- oder Fluchtmechanismus, der auch in unserer heutigen Sprache Stress genannt wird, nicht zur Ruhe kommen und dadurch werden Entzündungen gefördert. Und jetzt sind wir schon beim Punkt, wenn du es schaffst, so oft wie möglich, nicht nur nachts, sondern auch tagsüber in einen entspannten Zustand zu kommen, desto weniger Entzündungen, sprich auch stille Entzündungen, wirst du haben. Und dafür gibt es sogar Literatur, Studien und Publikationen. Also, wie kommen wir in einen entspannten Zustand und zwar schnell? Das ist ja die Frage, weil wenn um uns herum alles hektisch ist, schnell ist, explodiert, wie schaffen wir es, in einen entspannten Zustand zu kommen? Und dafür ist zum Beispiel die Meditation bekannt. Wir können also über Meditation sehr schnell in einen entspannten Zustand kommen. Wir können aber auch über Atemtechniken in einen entspannten Zustand kommen, über Musik in einen entspannten Zustand kommen, über Berührungen in einen entspannten Zustand zu kommen, sogar über vielleicht kleine Dinge wie einen grünen Tee trinken und daraus ein Ritual machen. Und das habe ich heute zum Beispiel wieder gemacht. Ich habe einen grünen Tee getrunken, habe meine Augen geschlossen, habe schöne Musik gehört und ich war wie in einer anderen Welt. Und alles hat einen Geist, eine Seele. Und wenn wir jetzt wieder zurückkehren auf die 3D-Ebene, also das heißt auf diesen Tipp, wie können wir jetzt in dieser Welt, in der wir leben, sofort Entspannung finden, dann eignet sich eben zum Beispiel die Meditation. Du kannst es aber auch anders nennen. Zur Ruhe kommen, den Geist beruhigen, was auch immer du nehmen magst. Auf jeden Fall ist diese Art der Besinnung des Abschaltens ja auch im Zen-Buddhismus schon viele Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende bekannt. Und du kannst zum Beispiel über die Atmung versuchen, die Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt zu lenken und dich von den aktuellen Gedanken, Verhaltensmustern, Gefühlen befreien. Und dadurch kannst du dir sofort eine kleine Auszeit nehmen und andere Gedanken und den Stress vorbeiziehen zu lassen. Und was dann passiert auf einer physischen Ebene ist, dass die Gehirnwellen sich verändern. Von einem Beta-Gehirnwellenzustand, der vielleicht sogar in einem High-Beta ist, also einem richtig, richtig starken stressbedingten Zustand, in einen Alpha-Zustand, vielleicht sogar in einen Theta-Zustand, Gamma-Zustand. Ich will darauf jetzt gar nicht näher eingehen, weil das nicht so wichtig ist. Wichtig ist, dass du in diese Ruhe kommst und je weiter du in diese Ruhe kommst, desto mehr kannst du Entzündungen reduzieren. Und das hat übrigens auch
Einfluss auf unser Mikrobiom. Und wir hatten ja in den vorigen Episoden den wunderbaren Dr. Paul Hemmer, der das Mikrobiom beleuchtet hat. Wenn du die nicht gehört hast, auf jeden Fall anschauen und ansehen. Anhören, meine ich. Und die nächsten Episoden, da kommt die wundervolle Dr. Regina Kratt, die auch wiederum stille Entzündungen als Thema hat und dort aber das Thema Ernährung beleuchtet. Also, freu dich auch auf die nächsten Episoden. Ein Review hier, eine Studie hier, die ich auch in den Shownotes verlinke, skizziert ein Modell physiologischer Prozesse, das den Einsatz von Meditation in der Behandlung verschiedener Erkrankungen unterstützt und die Rolle der Darmmikrobiotika bei der Steigerung des Wohlbefindens durch Meditation unterstützt. Also, das bedeutet, dass wir über Meditation, über zur Ruhe kommen, positive Einflüsse auf unser Mikrobiom haben und wir wissen ja jetzt spätestens seit den letzten Episoden, dass diese positiven Einflüsse auf unser Mikrobiom dann wiederum hilft, Stressreaktionen zu regulieren, gesundheitliche Prozesse zu aktivieren, chronische Entzündungszustände zu verhindern und zu regulieren und eine gesunde Darmbarrierefunktion, eine gesunde Darmprobiotika, also eine gesunde Darmflora zu etablieren. Und das ist doch spannend. Also hier gibt es sogar doppelblinde, placebo-kontrollierte Studien, die diesen Einfluss unterstützen und auch die Arbeit von Dr. Joe Dispenza, die ich ja jetzt auch kürzlich kennenlernen durfte, hat da großen Einfluss. Wie gesagt, die Studien, die verlinke ich euch in den Shownotes, dass ihr auch wirklich dort euch vergewissern könnt, dass das kein Nonsens ist, den ich euch gerade erzähle. Und selbst die Augsburger Allgemeine, also eine, ich nenne es jetzt mal Mainstream-Zeitung, hat schon längst einen Artikel publiziert, der heißt Yoga und Meditation wirken sich auf Entzündungsebene aus. Auch diesen Artikel, den verlinke ich euch gerne, denn dort wird auch eine Studie aus England skizziert, die nahelegt, dass Entspannungstechniken nicht nur auf die Psyche gut funktionieren, sondern eben auch den Körper beeinflussen. Und das ist das, was auch führende Meditationspraktiker aller Welt sagen, dass wenn du aus der Meditation aufstehst, dass dann dein Körper, literally, dein Körper ist ein anderer. Und das ist super spannend. Und ich konnte das jetzt auch die letzten 2 Monate wirklich bestätigen. Ich hatte gefühlt 0 Entzündungen. Meine Haut war just perfect. Ich hatte keine Darmprobleme, nichts. Und das war vorher nie der Fall. Also, ich war auch vorher schon sehr, sehr gut in Shape und meine Haut war gut und so weiter, aber das war nochmal eine andere Dimension. So, mit was habe ich das kombiniert? Ich habe das kombiniert, diese Entspannungstechniken mit Sonne, mit ganz viel Sonnenlicht. Dafür war natürlich der Sommer jetzt ideal. Du kannst aber auch natürlich Infrarotstrahlen nehmen oder zu Hause die Sonne imitieren. Und ich habe es kombiniert, dadurch, dass ich viel in der Sonne war, natürlich mit Vitamin D, finde ich, eines oder vielleicht sogar das wichtigste Vitamin, was ja bekannterweise gar kein Vitamin ist. Ich glaube, es ist Lebensenergie und das musst du auf dich wirken lassen, denn wenn es Lebensenergie ist, dann ist es das Beiprodukt, was passiert, wenn Sonne auf dich einstrahlt und diese Frequenzen, das ja alles Lichtspektren sind, der Sonne, die bewegen übrigens auch, dass herkömmliches Wasser in deinem Körper in EZ-Wasser umgewandelt wird, also die vierte Dimension des Wassers, die in den Zellen vorkommt. Und genau das ist das, was ich gemacht habe, in Kurzform. So, ich wollte in dieser Episode unter 10 Minuten bleiben, das bleibe ich auch. Der Geheim, oder der Trick, oder das Element, was ich noch dazugenommen habe, war Astaxanthin. Und dazu mache ich aber eine extra Episode nach den Episoden von Dr. Regina Kratt, weil Astaxanthin wie ein Lichtschwert wirkt gegen Entzündungen. Und darauf darfst du dich freuen. Ich freue mich aber auch auf Feedback zu dieser Episode immer in Instagram unter
meinem Instagram-Account, den du findest in den Shownotes. Und dort kannst du auch schreiben, wenn du keinen Account hast. In diesem Sinne, stay healthy, stay vegan, eat your broccoli, geh in die Sonne, tanke Vitamin D, so gut wie es noch geht, und meditiere oder komme zur Ruhe. Alles Liebe, dein Christian. Und sorry, dass ich jetzt bei 10, 17 bin. 3 Episoden in der Woche veröffentlichen im Vegan Podcast. Wenn du keine Episode verpassen möchtest, vor allem die neuesten News rund um die vegane Ernährung, optimale Fitness und deine strahlende Gesundheit sowie dein tolles Aussehen nicht verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Du kannst das in iTunes mit Apple Podcasts tun. Du kannst das natürlich in Google auf deinem Android-Handy tun mit Google Podcasts. Du kannst das in Spotify tun und wo auch immer du möchtest. Verlinkungen dazu findest du in den Shownotes und vor allem teile diesen Podcast mit deinen Liebsten, denn ich glaube, es ist für jeden immer mal etwas dabei. Vielen lieben Dank, dein Mr. Broccoli. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen. Hier noch ein kleiner Reminder. Die Informationen in diesem Podcast sind ausschließlich informativ. Sie sollen nicht als Ersatz für eine ärztliche Behandlung genutzt werden. Die Diagnose und Therapie von Erkrankungen und anderen körperlichen Störungen erfordert die Behandlung durch Ärzte oder Heilpraktiker. Deshalb raten wir bei medizinischen Problemen und Fragen immer ärztlichen Rat einzuholen.